Ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RimWorld. Ich habe hier oben mal gerade schon mal Steine reingelegt, also dass die das als nächstes machen wollen. Und zudem habe ich hier nochmal durchgeguckt und es gibt eine Steinmetzwerkbank. Die habe ich hier hingesetzt, dann können wir vielleicht das ganze Geröll mal verarbeiten. Ich meine, die sind jetzt erstmal am Pennen, deswegen spulen wir vor. Da wird nicht so viel Aufregendes in der Zwischenzeit passieren. Die Batterie lädt, das ist hervorragend, weil Wind lässt auch nach. Aber somit haben wir den Raum wenigstens noch kühl, ne? Hoffe ich, dass das funktioniert. Das war eine gute Idee mit dem Betonieren hier. Was? Was? Ah, Alter. Der Biber steckt an ihr dran. Wie, was? Alter, der hängt an einem Arm oder so. Eine Gruppe Alpha-Biber ist aufgetaucht. Versuch sie zu töten, bevor sie jeden einzelnen Baum in der Region vernichtet haben. Was? Eine Gruppe Alpha-Biber? Ist das so wie Alpha-Kevin, oder? ohne, ne? Was, wie, was hast du? Ach nee, der hängt nicht am Arm, das ist ein totes Tier. Okay, die killen wir jetzt, die Biber. Die sind ganz schön weit, ne? Wo waren die jetzt, die Alpha-Biber? Da oben. Scheiße, die roden da wirklich alles ab, ne? Kann ich die hier alle auswählen? Befehl den Ausgewählten, können ein definiertes Ziel anzugreifen. Wie Blitz ist nicht kontrolliert. Hallo? Ihr sollt bitte dann hier ihr. So. Bitte hier oben die Biber. Das ist ganz schön weit, ne? Guck, hier. Ist das jetzt nur der Blitz, der da hochgeht? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich wollte alle meine Kolonisten haben. Kampfmodus? Angriff? Hoch, bitte. Alle. Seid ihr geistig ein bisschen behindert? Ihr sollt die angreifen. Muss ich die alle einzeln anklicken? Wieso machen die denn jetzt nicht weiter? Gut, machen wir so. Und wo bist du? Machen wir auch so. Aber du sollst hier oben das priorisieren. So, geh hier hin. Jetzt. Mach fertig, ey. Schießen erlaubt. Wechseln Schießwaffe einmal, wenn deaktiviert. Achso. Schießen erlaubt? Du hast nur ein Messer, ne? Nee, komm, Fräulein. Du gehst runter. Du sollst kämpfen. Kampfmodus. Komm hier mit hoch jetzt. Das ist doch unglaublich. So, du hast nämlich eine Pistole. Weil wenn die Alpha-Biber kommen, die zerfetzen unseren Blitz ja einfach. Oh, die roten die ganzen Bäume ab. Alter, komm mal klar. Und du geh mal ein bisschen schneller. Die sollen die gar nicht jagen. Boah, der schießt ja echt scheiße, ne? Komm hier hoch, komm hier hoch. Ja, sehr gut. So, du? Gehst dahin jetzt und beschießt bitte das Ding hier. Nee, nicht im Nahkampf. Oh, die schießt gut.
Komm, die machen wir jetzt fertig, ey. Gruppe Alpha Biber. Siehst du, erster weg. Oh, warte, der trifft das Schwein. Ach komm schon, Junge. Du gehst jetzt nach hier hinten und du tötest weiter. Töte sie. Boah, der ist echt schlecht, ne? Okay, nächster Tod. Die ist gut, die ist gut. Die Frau, die kann's. Der Typ ist eher so, geht, ne? Auch näher rangehen, ne? Alter, das ist ja unglaublich. Die würden, glaube ich, noch vorbeischießen, wenn die direkt vor denen stehen, oder? So, der ist auch weg. Schießen die Scheiße, ne? Ah, wahrscheinlich wegen den Bäumen, ne? Ah, so räumen die wenigstens ein bisschen auf, ne? Boah. Leute, ey. Was haben wir denn hier jetzt für Fälle? Affenfell, okay. Cool. Boah, töte dieses blöde Viech doch einfach. Triff nicht das Lama, bitte. Er steht vor dir. Danke. So, hier ist noch einer. Und den auch noch. Ah, sehr cool. Gut, der ist auch weg. Gehst du hier runter? Jetzt nimm ihn auseinander, Junge. Nimm ihn auseinander. Oh, das war ein guter Schuss. Super. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier nämlich sagen, so. Genau, sehr cool. Und ihr, ich gebe die mal alle frei, dann sollen die alle holen. Alle freigeben. Gehen da jetzt mehr hoch? Holt ihr die auch bitte? Kannst du die nicht auch holen? Priorisiere tragen. Und was machst du? Essen. Macht Sinn, ne? Macht Sinn irgendwo, dass die ein bisschen was essen? So muss das ja auch sein. Nicht, dass sie mir alle verhungern. Das wollen wir ja nicht. Hier kann ich doch bestimmt sagen. So, schlachten. Gut, die trägt jetzt weiter, ne? Und sie auch? Das, was ich gesagt habe. Okay. Ja, dann sollen die nach und nach mal runterbringen. Die Frau soll die alle schlachten. Dann haben wir nämlich auch wieder was, ne? Dann haben wir auch wieder was. Und hier können wir dann nämlich später sagen,
Aufgaben, Aufgabe hinzufügen. Siehst du, Steinblöcke, Sandblöcke, blabliblub. Weil hier haben wir... Zusammenbruch schwer. Wieso? Wieso ist das Risiko schwer? Ja, aussehen. Bist du jetzt halt nicht gerade die Hübscheste? Ich spule mal vor. Sehr gut, siehst du? Biberfleisch. Gut, sollen sie machen. Ist mir egal. Wir haben hier die Felle. Siehst du, jetzt ist das Zusammenbruchrisiko nur noch leicht. Okay, eine Karawane. Eine Karawane von bla 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 bla. Bla 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 bla. Sie werden in ein paar Tagen Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Alter, sind das viele. Ah ja, ich habe mir übrigens ein paar Mods runtergeladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon diese Dinger sind. Hier wegen Transportieren und so. Wie soll ich die denn angreifen? Zusammenbruchrisiko schwer. Ah, ist wieder sie hier, ne? Genau, leg dich mal schlafen, erhol dich mal. Blitz soll das auch tun. So, was sagen sie jetzt? Erhellt den Himmel. Die wogenden Farben werden bei allen, die Feier sind, sehen können, die Laune verbessern. Okay, ja gut, meine Leute pennen gerade. Und sollen sie auch schlafen? Ganz ehrlich. Komm mal klar. Lasst sie pennen, bitte. Die machen ja alles kaputt. Wieso? Warum? Was ist denn dein Problem? Klar, die Stimmung ist halt im Eimer. Stimmung 27. Stimmung zeigt an, wie glücklich, bla bla bla. Wenn sie zu tief singt, wird die Person einen Nervenzusammenbruch erleiden. Erholung ist doch gut. Vergnügen ist okay. Nahrung könnte besser. Aussehen ist halt nicht so gut, ne? Und Komfort. Müssen wir uns dafür mal irgendwie neue Möbel bauen? Können wir das machen? Möbel? Ich weiß gar nicht, was brauchen wir dafür? Stoff. Königliches Bett. Ja. Nö. Wie künstliche Sonne? Ach, hier, guck mal. Stehlampen. Ah, das ist ja cool. Das ist ja mal geil. Ach, cool. Ja, das ist ja genial. Dann könnten wir hier so Licht drin haben, so wie hier zum Beispiel, ne? Wenn wir das dann machen, dann haben wir hier Licht. Ich glaube, das mache ich. Ich setze da meine Lampe hin. Das Ding, sag ich, sollen die abreißen. Und danach sollen die hier mal einen Holzboden verlegen. Guck, die kann das auch braten. Dann müsst ihr das nicht alle roh essen. Hitzewelle? Was? Wie Hitzewelle? Eine ungewöhnliche Hitzewelle hat begonnen. Hitzewellen können sehr schnell durch einen Hitzschlag töten. Kühl dich ab, indem du eine Klimaanlage baust oder dich tief in den Berg gräbst. Wir haben wir doch hier. Müsste ich hier unten auch noch eine bauen, wa? Temperatur, Kühlung, Lüftung. Ein einfacher Lüftungsschacht zum Ausgleich der Temperatur zwischen zwei Räumen. Ohne dabei eine Öffnung zu schaffen. Ach, guck. Ah, okay, cool. Das wollen wir aber gar nicht. Wir bräuchten hier eine Kühlung dann drin, ne? Und was machen wir, wenn die sagen, ist zu warm? Zu kalt? Wenn wir hier dann die Kühlung drin haben? Oder ist das vom Gefühl her egal? Ich kann die Temperatur ja auch hochdrehen. Ich glaube aber nicht, ne? Ich würde fast sagen, dass das nicht geht.
Essen die unseren Kram weg? Essen die hier unseren Kram weg? Der soll mal mit dem handeln. Ich mach die Geschwindigkeit mal wieder einen Tacken langsamer. Weil mal gucken, was jetzt passiert. Abgesehen davon, dass er sich gerade irgendwie gefühlt tot lädt. Ach, cool, danke. Ach, guck, Schokolade. Haben wir irgendwie positive Zahlen, Einkäufe, negative Zahlen? Ach, wir können auch verkaufen, ne? Affenfell? Also ist ja nicht so viel, ne? Was wir dafür kriegen. Ich hätte gerne Stoff. Stoffhose, schäbig. Stoffmantel normal? Haben die auch an sich Stoff? Nee, ne? Kriegsschleier, schäbig, das ist halt Kacke, ne? Das will ich nicht. Stahl? Da hier, doch, Stoff. Das ist aber ganz schön teuer. Also das ist wirklich ganz schön teuer. Das heißt, wir könnten hier sagen, wir verkaufen ein bisschen Affenfell. Da hätten wir 5 durch. Dann Biberfell haben wir eigentlich genug. Da können wir mal ein bisschen was rauskloppen. Ups, nee, alles nicht. So? Und jetzt könnte ich doch Stoff kaufen, oder? So, jetzt haben wir ja Material. Ich weiß nicht, wie viel. Eine Hose. Braucht 50 Stoff. Alter, ich bin mal, also ganz ehrlich, ich gucke mal gerade hier. Zonegebiet, Anbauzone. Da müsste ich gleich mal gucken, kann ich auch irgendwie Baumwolle oder so anbauen? Ah, sehr cool. Siehst du, jetzt haben wir hier die Lampe. Den hier können wir einstellen. Auf, ich weiß gar nicht, was normal ist. 20 Grad? Na, wir gucken mal. Also die ganzen Sachen, die werden jetzt noch erstmal installiert. Dann können wir das hier auch ein bisschen kühler machen, ne? Ich weiß gar nicht, was genau eine gute Temperatur ist. Weiß nicht, so 17 Grad oder so. Vielleicht, der hat jetzt keinen Strom. Bla 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 bla. Okay. Da müssen wir dann nochmal ein Kabel ziehen, ne? So. Das wäre ja schon ganz cool, ne? Vielleicht setzen wir uns dann da oben auch nochmal eine zweite Batterie, oder? Einfach nur sicherheitshalber, dass wir da wirklich genug haben. Okay, das brechen wir erstmal wieder ab. Dann sollen die Sachen hier, das ist, das Risiko ist groß, dass die zusammenbricht, ne? Nicht gut. Guck mal hier, die brät richtig krass das Essen durch, ne? Verdirbt in 3 Tagen, 3 Mahlzeiten noch. Der frisst das roh, ist völlig okay. Wir könnten den nochmal trainieren. Was bringt denn Leine lösen? Das Tier kann freigelassen werden, so dass es entfernte Ziele angreift, anstatt nur den Meister zu verteidigen. Okay. Rettung. Verbundete, Verwundete retten. Transport. Das will ich haben. Das will ich haben. Dass die Sachen da transportiert. Das wäre doch mega. Wir brauchen eine größere Abfallzone. Ganz kurz mal gucken, wegen dem Steintisch. Was ist das hier? Marmorbrocken? Schieferbrocken? Wir machen mal Marmor, oder? Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Stellt Marmorblöcke her. Keine Ahnung, wie viele. Ich mache mal einfach so auf 10 oder so. Und das lassen wir mal laufen. Mal gucken, was, wer das macht. Aber dann könnten hier mal unsere Sachen fertig gemacht werden, ne? Wo gehst du hin? Abkühlen wahrscheinlich, wa? Ah, sie macht hier sauber. Und der Hund wird trainiert.
Eigentlich müsste das doch hier auch jetzt kühlen. Strom ist doch da, ne? Strom verbunden. Neu verbinden. Versuche das Objekt mit einem anderen Stromnetz innerhalb seiner Reichweite zu verbinden. Ne, das ist doch alles verbunden. Hallo? Ist jetzt nicht? Doch, ist, ne? Doch, hier, da. Ist verbunden. Ist alles verbunden hier. Bups. Verrücktes Tier. Oh, ich raste hier aus. Wo? Da oben. Wo sind wir? Hier. Okay, wir behalten das mal ein bisschen. Okay, das Tier kommt definitiv runter. Vielleicht töten wir das. Ah, ich weiß es noch nicht. Ne, bis jetzt ist es doch, da oben kommt's. Da oben kommt's. Kampfmodus. Dahin gehen. Genauso wie du. Was hast du für Waffen? Gar keine. Du hast aber eine Pistole. Du gehst auch dahin. So, wir killen jetzt gleich dieses verrückte Tier. Ihr beide. So, so geht's. So, guck. Richtig gut. Das haben wir gut hingekriegt. Wer kann denn hier am Steintisch arbeiten? Da muss ich auch mal eben nachgucken, ne? Arbeiten, Bergbau, Schmied, Schneiderei. Gibt es hier irgendeinen Bereich, der nicht vertreten ist? Handwerk, das heißt es wahrscheinlich, ne? Handwerk für einfache Arbeiten an Werkbänken durch. Darunter fällt das Verarbeiten von Stein, bla 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 bla. Da kann die Bergfrau das machen. Was hat der? Der auch. So. Dann können die sich das prinzipiell aussuchen, wer von beiden das macht. Den können wir jetzt einstellen. Ist der, der ist verbunden gewesen, ne? So, machen wir mal beide auf 17 Grad. 49 Grad außen. Oh, wir müssen hier oben noch ein Kabel verlegen. Strom. Ah, ne, die sind verbunden. Ach, guck. Okay, die ergeben so einen Kreislauf, das finde ich cool. Und trainiert ist der Hund auch, ne? Achso, 1 von 7. Ah, okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ich dachte, ich müsste da jedes Ding einzeln machen. Oh, und der fängt an, da mit Stein zu arbeiten. Cool. Vielleicht machen wir hier später auch nochmal eine Kühlung rein. So, ihr geht's immer noch nicht gut, ne? Wo ist sie denn ganz? Ah, die schleppt da wieder die Tiere durch die Gegend, ne? Zusammenbruch schwer. Ja, wir haben leider zu wenig Kram, um überhaupt irgendetwas herzustellen an Klamotten, ne? Ich kann mal kurz gucken. Cowboyhut. 25 Materialien. Was brauchen wir denn dafür für Materialien? Zutaten. Können wir dafür Leder benutzen? Stammeskopftuch. Oder braucht man für alles Stoff? Das kann gut sein, ne? Vielleicht machen wir das mal so. Die Mütze braucht ja nicht so viel. Mützen brauchen eigentlich nicht so viel. 25, wir haben 17 Stoff. Das ist nicht gut. Die sind schon gut gewachsen, die Sachen. Hier auch, wir haben unser großes Feld hier angelegt. Hier kann alles richtig toll wachsen und gedeihen. Und ich werde noch mal eben ganz kurz wegen Zonen gucken. Eine Anbauzone. Nur mal Interesse halber. Was können wir hier denn pflanzen? Ich mache mal Pause. Können wir hier irgendwelche Baumwollsachen? Da gucken wir mal eben in Ruhe durch.
Nee, eigentlich nicht. Wir können nichts. Ach, hier steht doch Baumwolle. Ich bin doch geistig behindert. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Hier wächst Baumwolle, aus dem man Kleidung herstellen kann. Ja. Dann löschen wir das. Dann machen wir uns hier oben so eine Baumwollfarm noch hin, ne? Hier unten drunter vielleicht? So groß? So brupp. Ich weiß es nicht, wie groß man die haben müsste. Aber wir brauchen auf jeden Fall viel Stoff. Ja, das sind halt Sachen, die muss man erstmal alle wissen, ne? Anbauzone, wie groß mache ich dich denn mal? Und wo setze ich dich am besten hin? Vielleicht hier hinter? So. Und da sagen wir jetzt hier Baumwolle. Pum. Weil dann können wir nämlich auch endlich Klamotten herstellen. Dann fühlt die sich auch nicht mehr so schäbig, die Frau, ne? Scheiße, das ist doof, ey. Nahrung haben wir jetzt aber genug, nachdem da die kranken Biber kamen. Hier müssen mal die Pflanzen wieder entfernt werden. Oder wir machen hier zwischen. Ich weiß, was wir machen. Wir machen hier zwischen Böden. Böden. Was möchte ich denn da für einen Boden haben? Metallfliesen? Ich bin halt am Überlegen, einfach zu sagen, komm, wir gießen da ein bisschen Beton aus hier, weißt du? So für die Laufwege. Einfach nur dazwischen. Das hätte doch eigentlich was, oder? Doch, ich glaube, so wird da langsam was Gutes raus. Findet sich auf der Durchreise. Okay. Dass die immer nachts kommen müssen, ne? Also ich hätte die angreifen können, glaube ich. Künstler schlecht. Stahlmesser. Ist nur mal interessant, hier so zu wissen, ne? Bedürfnisse kann ich mir bei denen alle angucken. Inventar. Ah, okay. Ganz genau verstanden, wie das funktioniert, habe ich noch nicht. Ja, da bin ich gespannt. Also da bin ich gespannt, wie wir das hinkriegen. Was macht der? Sitzt der da einfach nur? Ja, die sitzen da einfach nur. Aus deiner Vergangenheit namens Blablabla hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Raumschiff auf diesem Planeten versteckt hat und gibt dir die Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Wenn du ankommst, musst. Okay. Es erst hochfahren und dann gegen angreifende Räuber verteidigen, die es stehlen wollen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist. Wenn du diesen Schiff reißt, will ich aus dieser Rimworld herausfliegen. Hui. Das ist ein bisschen weiter weg. Okay. Das behalten wir erstmal so im Hinterkopf. Die darf auch nochmal Mahlzeiten kochen. So wollen wir das ja nicht, ne? Dass die hier die Ruhepampe essen müssen. Weil wir haben da echt wohl viel, ne? Das kann hier ruhig mal alles verkochen. Wir haben es hier gekühlt. In den Räumen. Zusammenbruch schwer. Ja. Ah, guck dir das mal an hier. Sehr heiß, ja. Was soll ich denn dagegen tun? Kann ich. Oh, Dächer könnte ich doch einfach ziehen, oder? Kühlt das unter den Dächern? Weiß ich gar nicht. Steht das bei den Dächern dabei? Oh, Strukturen? Nee. Zone, Gebiet.
Steht da so nicht. Arbeitsgebiet erweitern. Wieso geht das nicht? Sind definierte Bereiche. Ist einfach alles mein Arbeitsgebiet? Ah, okay, Heimat. Ah, okay, cool. Gut verstanden. Hätte ich einfach länger draufbleiben müssen. Ja gut, ich will da natürlich was gegen tun. Dass ihr zu heiß ist, ist doof. Aber hier ist eigentlich alles okay. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, geh in, geh hier rein sauber machen, ne? Hier ist kühler, ne? Eigentlich. Ah, bin ich gespannt. Die Sachen können jetzt bald geerntet werden. Dann haben wir auf jeden Fall viel, viel Essen, ne? Zusammenbruch leicht. Ja, sie war bei sich im Zimmer und hier ist kühl. Was macht die denn die ganze Zeit? Ja, ist wohl zu warm. Ich glaube, sie läuft nämlich einfach immer von kalt zu warm, von kalt zu warm, von kalt zu warm. Mehr macht die gar nicht. Ich habe überlegt, hier noch so eine Art Spielhalle hinzubauen, also wo ich dann Billardtisch und all so ein Kram reinpacke, damit die ein bisschen mehr Spaß haben an der ganzen Chose, ne? Würde ich mal so grob sagen. Vorher kümmern wir uns darum, dass wir nochmal eben in die Produktion reingucken. Vergnügen diverses, was ist das denn? Hochzeiten? Ach, Hochzeiten. Oh Gott. Junge, lern mal lesen, ey. Das ist ja. Ah, Schande über mein Haupt. Wir haben die Forschung. Da sind wir ja immer noch dabei, das eine zu forschen. Ja, das ist schon krass, dass es so lange dauert. Kann ich dem sagen, Forschung priorisieren? Nicht prü bla bla. Kann er nicht? Kann ich einfach weiter forschen? Könnte ich das? Ich weiß es gar nicht. Ich würde nämlich gerne andere Sachen nochmal weiter machen hier. Farbige Beleuchtung ist mir egal. Automatische Türen. Ja. Was ist das hier denn? Schaltet Raffinerien frei, die das Verarbeiten von Holz zu chemischen Treibstoff ermöglichen. Ja, okay, gut. Das ist erstmal. Die Schmiede wäre vielleicht ganz gut, ne? Messer, Kurzschwerter und Streitkolben. Ja, wobei. Teppiche, passive Kühlung. Baue passive Kühlgeräte, eine Möglichkeit, Räume zu kühlen, ohne dass man Strom benötigt. Das wäre natürlich schon mal. Ach so. Ah, alles klar. Okay, verstanden. Also muss das erst. Ich glaube, ich baue noch mal einen Forschungstisch. Dann können wir dann doppelt forschen? Ein einfacher Labortisch. Das wäre natürlich cool. Ich weiß nicht, geht das dann doppelt so schnell? Arbeitsplatte mit Schreiben und ein wissenschaftliche Low-Tech-Geräten. Forscher arbeiten hier, um neue Dinge zu entdecken. Macht das Sinn, einen zweiten zu bauen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Try and Error, würde ich mal fast sagen, ne? Müssen wir ein bisschen rumprobieren. Eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Das ist nicht gut. Ah ja, gut, ich meine, tödlich ist es eigentlich nicht. Aber gut, das soll wohl irgendwie klappen, ne? Genau, ruht euch mal schön aus. Geil, Marmorblöcke. Das heißt, wir könnten gleich mal sagen, wir machen mal so einen richtigen Pornoboden, oder? Böden? Da, Marmorfliesen. Hahaha. Junge, das ist richtig geil. Das finde ich gut. Ist in der Nähe gewachsen. Wenn du ein wenig wartest, bis die Pflanze gewachsen sind, kannst du die wohlschmeckenden
ergötzlichen und geringe suchtmachenden Frucht ernten. Gucken wir mal. Da. Da ist es gewachsen. Okay, das, da gucken wir dann mal nach. Ich gebe das Tier mal frei. Haben wir hier noch Schlachten? Eins wäre noch. Okay, er hat das Tier einfach gegessen. Kannst du mal machen. Nur noch drei Mahlzeiten, das ist wirklich nicht mehr viel. Vielleicht sagen wir hier mal, Befehle, Pflanzen ernten. So, dann sollen die mal ernten. Das ist, glaube ich, ganz cool. Aufgabe beendet. Koche einfache Mahlzeit. Da machen wir dann doch mal wieder ein paar drauf. Können wir die auf automatisch stellen? Wiederhole x mal. Wiederhole für immer. Das wäre natürlich einfacher, ne? Solange wir keinen richtigen Koch haben. Skillt die denn? Mal eine kurze Frage. Arbeiten? Kochen war sie. Nee, bei 3. 2, 2, 1. Das ist auch nicht so geil, ne? Oh, siehst du, und hier oben wachsen die Haschpilze. Der Busch, der wächst da oben ganz gut. Ich mache hier auch nochmal eben einen kleinen Betonweg, ne? Das ist ja echt mal nervig. Böden, Beton, das finde ich ganz cool. Dass wir damit auch dann Laufwege verkürzen, ne? Siehst du, dann laufen die halt die kleinen Stücke auch schneller. Ja, sehr geil. Also so sollte das auch natürlich sein. Strom läuft. Da haben wir eigentlich genug über die beiden Batterien. Wir könnten hier vielleicht nochmal die Fackel entfernen. Abreißen und dafür bauen wir dann eine Stehlampe hier hin, oder? So. So, dann dürfen die da auch wieder die Stehlampe aufbauen. Siehste, schon viel besser, oder? Was sagt er? Zwei Kolonisten, zerrissene Kleidung. Ja. Ich kann noch nichts herstellen. Alles, was ich hier herstellen will, sagt er mir, ist doof. Wie viel braucht denn das T-Shirt? 50. Und wir haben hier natürlich Affenfell, Biberleder. Wir haben natürlich alle so ein paar Klamotten, aber... Oder Teile dafür. Sonneneruption. Was geht denn hier ab heute? Also das ist ja echt mal krass. Eine Sonneneruption hat begonnen. Die Vielzahl elektrischer Teilchen stören elektrische Geräte und macht diese unbrauchbar. Sie sollten in etwa einem Tag wieder enden. Oh. Okay, das heißt, kühl kriegen wir es jetzt nicht. Das ist unglücklich. Das ist wirklich unglücklich. Ja, schade, dann laden die Batterien auch nicht auf, ne? Der hier pustet hier fleißig, aber passiert halt nichts, ne? Hier unten werden wir jetzt gleich nochmal eben das Loch weiter vergrößern. Befehle. Abbauen. So, siehst du, tut wieder. Alles cool. Doch, die kann jetzt alles durchbraten. Vielleicht mache ich das nicht auf unendlich. Weil sonst haben wir nachher viel zu viel, oder? Weil der Reis hält sich, verdirbt nicht, aber der hier schon. Ne, verdirbt auch nicht.
Weil die da halt auch andauernd reinlaufen, ne? So machen wir das. Alles cool. Das ist fertig. Dann, ich glaube, die Abfallzone ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. So, der soll Marmorblöcke, brauchen wir mehr. Und dann machen wir, das hier war Granit, oder? Schieferbrocken, haben wir davon viel? Granitbrocken, Granitbrocken. Komm, der arbeitet jetzt mit Granit weiter, zusätzlich. So, machen wir auch so. Soll er einfach mal alles herstellen, dann wird das auch langsam was. Die Forschung läuft, hier unten läuft eigentlich alles nahrungstechnisch. Läuft's eigentlich auch relativ gut. Ich hätte ein paar mehr Siedler gerne. Da weiß ich nicht, was ich da machen soll. Ich habe gerade gedacht, das ist wieder so eine Psychogruppe unterwegs. Was seid ihr? Wasserschwein. Okay, ich habe gerade wieder irgendwie so eine Psychogruppe, die alles kaputt macht. Aber das ist nicht der Fall. Ist auch gut so, das wäre nämlich sonst echt doof. Aufgaben, was können wir hier jetzt machen? Okay, Johnny herstellen. Stammeskopftuch, das ist halt, das braucht halt viel, ne? Stammeskleidung, machen wir mal. Mal gucken, ob die das machen oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir dafür überhaupt genug Material haben. Okay. Ein Drogenleutnant namens Charles Schall, der kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird von Piraten der Fraktion Wespe-Männer gejagt. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist er 49 Jahre alt, aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterherlaufenden Piraten kämpfen müssen. Und da wir echt scheiße sind, ich hätte halt gerne jemanden mehr. Also das ist ganz gut, wie das alles läuft, aber es gibt gedanklich so viele Aufgaben, die erledigt werden müssen. Ich will hier bauen, ich will da was machen, das soll hier, das ist halt so unglaublich viel, was gemacht werden soll. Weiß ich nicht. Okay, so, Verbindung wurde abgebrochen, da habe ich keine Lust drauf. Ich will da jetzt nicht zu heftig in den Kampf geraten, weil wir haben halt nichts, ne? Wie wenig Nahrung. Zwei Mahlzeiten, 8 Mahlzeiten. Stammeskleidung. Das ist so ein Neandertaler-Ding. So, du regst dich drüber auf. Dann kriegst du jetzt mal... Ja gut, das T-Shirt ist gut. Shit. Die Hose ist halt doof, ne? Aufgaben. Kannst du eine Kopftuch, Stammeskleidung, Taschenmesser, Knüppel. Nee, das wollen wir alles gar nicht. Ich möchte gerne, dass du Hosen herstellst. Auch nicht die Mütze. Wir brauchen... Darüber können wir hier auch machen. Eine Hose. Vielleicht wird die ja irgendwie fertig gemacht. Ich weiß es nicht. Okay, versteckte Gegenstände. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck darauf wartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus dem KI-Kern. Unglücklicherweise wird das nicht lange dort bleiben. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 15 Tagen erreichen. Wenn wir nicht gehen... Sei also vorsichtig. Matt meint, dass das Versteck unbewacht ist. Aus den Ort des Verstecks zu nennen, wenn er 485 Silber bekommt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Steht das hier irgendwo? Da. Silber.
Oh, das ist ordentlich. Sollen wir hochwertiger Computerkern, der eine übermenschliche KI beherbergt? In ihrem isolierten Zustand ist der Kern inaktiv, aber in einem passenden Hilfsstruktur eingebaut wird daraus ein Verstand mit beängstigender Leistungsfähigkeit. Das wäre irgendwie ganz cool, oder? Bin mir da noch ein bisschen unsicher, aber ich würde sagen, das überlegen wir uns zur nächsten Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode bei RimWorld wieder. Bis dahin. Beste!